Es gibt natürlich sehr, sehr viele Erkrankungen der Prostata, neben gutartigen Vergrößerungen auch entzündliche Veränderungen. Die Vergrößerungen oder Prostatatumore sind natürlich eher Erkrankungen des hohen Lebensalters, aber Entzündungen können im Rahmen von Harnwegsinfekten auch schon in sehr jungen Jahren auftreten. Als erstes kann die Schiene natürlich verstopft sein, das wäre die einfachste Ursache, dann muss sie ausgetauscht werden. Das zweite ist, dass die Harnblase zum Beispiel übervoll ist. Das heißt, so eine Schiene fördert nicht nur den Urin aus dem Nierenbecken in die Blase, sondern sie kann natürlich auch in die andere Richtung Urin aus der Blase in die Niere transportieren. Und die dritte Ursache wäre, wenn man zum Beispiel sonografisch einen Harnstau in Anführungszeichen diagnostiziert, muss das gar nicht unbedingt gestauter Urin sein, sondern der obere Harntrakt kann auch einfach aufgeweidet erscheinen, obwohl der Urin normal abfließt. Natürlich dürfen Frauen mit ihren Männern zur Vorsorge gehen, das ist überhaupt keine Frage. Das ist, denke ich, in allen medizinischen Fachrichtungen möglich, auch in der Urologie. Und die Vorsorge trifft natürlich vor allem, was den Harntrakt betrifft, auf die normale Blasenentleerung, auf die Ultraschalluntersuchung, ob die Nieren normal ausschauen, ob die Harnblase normal ausschaut. Das schließt Urinuntersuchungen ein, ob zum Beispiel Bakterien im Urin sind, ob Hinweise für Infektionen da sind. Und beim Mann zusätzlich der berühmte PSA-Wert, das prostataspezifische Antigen. Das zeigt, ob mit der Prostata alles in Ordnung ist oder ob da eventuell krankhafte Veränderungen vorliegen können.